Recht herzlich willkommen zur 84. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind drinne, starten mal das Spiel, dass es schneller läuft. Wir sind auf dem Weg hierhin, glaube ich. Und ja, letztes Mal haben wir so ein Preisproblem. Mal gucken, ob das immer noch besteht oder ob das nach dem Neustart jetzt weg ist. Achso, wir müssen erstmal den Herrn da anklicken. Und dann reinschauen. So, 1258 ist das unser Krasimir Kravalov. Genau. Wir hatten ja hier sowas wie 41. Ja, guck, der Preis ist jetzt wieder richtig am Laufen wohl. 10 Brote nehmen wir mit. Das Bier ist auch günstig. Okay, 11 geht nicht, 10 geht. Hier können wir noch ein bisschen loswerden. 3. Hier können wir zulegen. Salz, Honig ist. Ah, Honig ist teuer, 80 war billig, ne? Genau, lassen wir. Hier geht was weg. Okay. Der Preis fällt nicht, die nehmen alles. Super. Das ist normaler Preis. Hier geht was zu verkaufen. Wie? Mehr wollen die nicht haben? Nur 2? Achso, ich hatte nur 2, okay. Ich habe hier auf den Preis geachtet und nicht da drauf, okay. Ja, das können wir so lassen. Das ist ja fast der gleiche Preis, wie wir gekauft haben. Hätten wir 2 gewinnen, will ich aber gar nicht. Hier ist ein bisschen mehr drin. Machen wir die 12 weg, da geht auf jeden Fall auf einiges. Ja, das ist auch gut. 64 ist sehr schön zu sehen. 200 geht auch. Ja, machen wir die 12 weg. Also hier können wir eher noch kaufen. Hier verkaufen. Dann wäre, haben wir schon und haben wir auch schon. Okay, das haben wir schon alles gekauft. Lohnt sich also nichts mehr. Wagen ist aber nicht voll, wird leerer. Okay, aber ist halt so, ne? Dann geht's mal wieder dahin. Schauen wir, dass wir da hinkommen. Und dann müssen wir hier wieder hochgucken. Dass wir das hochkriegen, ne? Naja, aber so ist es. So, da sind wir. Gucken schnell rein. 300 können wir das Brot verkaufen. Ich will es gar nicht eigentlich verkaufen hier, ne? Wir können noch zukaufen, wenn. Das wäre Getreide. Sind wir noch 250 hier. Macht doch noch 2 bei. Töpferwaren. Ja. Nehmen wir 5 Töpferwaren mit. Gleicher Preis. Okay, wird knapp teurer dann. Machen das mal so. Hier können wir noch was verkaufen. Das gleicher Preis. Hier würde verkaufen. Aber ich will da unten erst gucken. Und 40 und 37. Wir nehmen den Rest Holz mit, ne? So, dann hier hin. Warte mal, wie viel war Kiew? 0%. Okay, dann. Mit Freude. Dnipropetrovsk fliegen wir hin jetzt oder fahren wir. Ja, gucken, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen, aber ich glaube, das ist bestimmt schon auf unter 20 gefallen hier. Oh ne, doch nicht. 23 hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Das Bier komplett weg. Dann haben wir gleich 24. Hier ändert sich nichts. Dann lass die Felle mal erst auf dem Wagen. Hier machen wir mal 30 oder 25. Komm hier, zack, 5. Dann haben wir hier unten noch reichlich mit. Oh, das geht alles weg. Das sind 3 Punkte gewesen. Hier geht auch was. Aber das hat nichts gebracht. Ja, hier ist Blödsinn, ne? Die sind ja billiger wie wir. Hier geht was. Hier geht auch was. Und hier geht auf jeden Fall jetzt was. 120. Oh, 50, sind wir bei 31 hingekommen. Wir müssten mal gucken, dass wir hier Prunk irgendwo kriegen, ne? Komm, das machen wir komplett weg. 31 ist geblieben, okay. Kaufen können wir hier noch was. Hier oben, das wäre günstig, aber bringt auch nicht viel.
Die Wolle ist noch günstig, ne? Nehmen wir die 14 noch mit. Und dann wäre Holz noch machbar wieder. Ja, zack, Wagen voll machen und fertig. Gut, dann gehen wir mal hoch nach Kursk. Und da noch Waren ein- oder verkaufen. Ja, ist jetzt 31% gewesen, ne? Ist nicht viel. Aber irgendwie müssen wir gucken, dass es besser wird. So, Brot ist hier mit 180 billig. Kaufen wir 3. Hier ist 134 oder was auch immer war. 6, hier können wir Honig kaufen, billig Geld. 99 Einheiten, das ist mit 60 eigentlich auch ganz gut. Wagen voll? Wagen voll, okay. Geht noch was runter? Ja, hier. Zähne davon. Dreier davon. Da geht auch was. Da geht auf jeden Fall auch was. ...116 weg. Haben wir Geld gemacht, ne? Holz geht auch was. Jetzt müssen wir gucken, was wir mitnehmen. Rot war schon teurer werden, ne? Obwohl... ...immer noch 5 mehr mit. 129, ach hier, das war's. Ne, das ist dann zu teuer. Mach das mal so. Ah, hier geht auch noch was. Ist der Wagen voll. Wunderbar. Und dann wieder runter. Schon unterwegs. Gucken, was wir davon da loswerden, damit da die 31 hochkommen. Wahrscheinlich sind wir aber schon wieder auf 29 oder so, weil umso höher der Level, umso schneller fällt es wahrscheinlich wieder runter, ne? Oh, 30. Hat sich nichts geändert. 31. Das geht. Das geht auch, haben wir 32, da ist nichts drin. Ist identisch. Da geht ein bisschen. Hier geht auch was. Und das Holz können wir so lassen. Kaufen wäre hier angesagt. Und da oben 40, nö. Hier 180, aber. 6 Stück. Da geht was. Wagen voll, alles klar. Wir haben 32. Gehen wir mal nach Odessa und gucken, was da ist. Ja, gestaltet sich schwierig wieder immer noch, ne? Dieses Hin und Her dauert und dauert und dauert, ne? Mal gucken, wie es ist. So, sind wir da. Ausgeschlossen, genau, weil wir nicht getroffen haben. 3 weg. 7 weg. Alle weg. 2 machen wir da weg. Gleicher Preis. 5 weg. Da können wir Geld machen, ne? Alle weg. Da machen wir auch Geld. Wunderbar. 120, können wir es mitnehmen. ...145 Felle, Salz. Und Wagen voll, ne? Ja, dann. Sehr wohl. Weiß jetzt nicht, was die da brauchen. Fahren wir mal hin, dann sehen wir das. Mal schauen, ne? Mal schauen, was da geht oder nicht geht. ...1,2 Millionen haben wir ja oben geschafft, ne? Nur mit hin und her schieben. Oh, ist noch 31%, ist noch hoch. Die Preise sind alle identisch. Toll, ne? Die können wir noch billiger kaufen. Das war eine Fahrt umsonst. Zack, nach Kursk. Gucken, was wir da machen können. Ja, schauen wir mal, ob wir da Güter verkaufen können. Ich habe auch nicht die Vermutung, dass es da auch nicht geht.
Auf jeden Fall Brot kaufen, wenn wir Wagen Platz hätten, ne? Mach die 6 mal weg. 2, das ist passend, das ist passend. Das machen wir mal. Ja, da sind wir dann schon sofort beim Preis, der da ist. Das Brot. Oh, geht auch gleich hoch. Hat sich schon verschlechtert sozusagen. Den Honig würde ich dann noch mitnehmen. Und hier Lebensmittel, Obst. So, und wieder zurück. Gucken, was da geht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir einen Prunk bei uns hergestellt hatten, ne? Irgendwann haben wir den gebaut. 120, 144. Da können wir ein bisschen was ablassen. 9er. Da geht auch was. Hier geht auch was. Hier geht auch was. Da geht auch was. Das war's. Hier können wir zukaufen. Wo können wir zukaufen? Holz, ja, hier am meisten, ne? Davon 180, okay, der steigt noch nicht sofort an. Da können wir auch noch 4 Stück von mitnehmen und Wagen voll. Gut, jetzt ist die Frage, wohin, ne? Konstanter, machen wir mal konstanter, würde ich sagen, ne? Mal ein anderes Heimatland nehmen, obwohl wir können definitiv in Odessa erst anhalten und dann weitergehen. Ja, Blödsinn, da durchzufahren, ohne was zu machen. Nix, 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 nix. Hier geht was, ne? Die 4 können wir da locker verkaufen, ne? So konstant da einmal anfahren. Jo. Gucken mal, Hungersnot haben die, das ist gut, weil wir haben, glaube ich, Obst auf dem Wagen und dann geht was. 28 davon. Honig ist auch gefragt, sehr schön. Salz ist auch gefragt. Da können wir noch ein bisschen mehr, 140, dann machen wir zwar nicht so viel Gewinn, aber passt. 16. Niedrig, hoch, 10er, 18, 90 geht auch, 85 geht auch. So, mitnehmen können wir nur hier, aber komm, die 2 nehmen wir mit. Bier. Ne, Bier ist auch wenig, schon teuer. Ja, das ist dann hier. Konstant hat 75%, wie wir gerade gesehen haben. Das ist reichlich, ne? So, Velky Presswap. Gucken wir da nochmal rein. Ah, guck mal, hier ist was. Ah, ne, das ist ja teuer wahrscheinlich. Ah, hier können wir was verkaufen. 2 weg. Das lassen wir. Lassen wir. Hier geht was. Okay, alles. Da geht auch Wolle. Da geht auch gut was. Hey, alles. Krass. Da geht nix. Gut, Wagen entleert. Ich nehme die 11 mit. Die sind zwar sauteuer, aber da kriegen wir was mit hoch dann und fertig. Ja, das ist auch teuer, ne? Hier geht, aber lohnt nicht. Die 10 mitnehmen. Die 169 sind auch noch gut. Ah, das ist schon
Ja, Ole für 48 können wir noch einkaufen, ne? Noch 10 dazu, dann war es das erstmal. So, dann Mit wieder nach Vergnügen. Constanta. Und ich denke mal, für die Folge soll es aber reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.